Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Rise of the Tomb Raider. Wir sind wieder mal hier hinter dem Grab, hinter dem Wasserfall. Und ja, ich musste mich hier gerade nochmal aus dem Wasserfall rauskämpfen, da das Spiel irgendwie sich dachte, nö, ich speichere nicht nach dem Wasserfall. Aber egal, wir sind mal wieder hier und haben im letzten Part ja einiges abgegrast an Gräbern und an Zeug und an bla. Weshalb ich jetzt eigentlich mit der Main-Quest weitermachen würde. Ich habe auch irgendwie fast Lust, hier dieses Grab nochmal zu machen, weil einfach nur dann hätte man hier sämtliche Gräber abgehandelt. Und das wäre ja auch ganz cool. Und deswegen scheiße ich drauf, was ihr so sagt. Der letzte Part meiner Aufnahmesession kam zwar heute raus. Oh, das ist doch schon draußen. Also ich habe keinen Kommentar gekriegt, der sagt, yo, Olli, mach das nicht. Scheiße. 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 Okay, ich habe mir jetzt mit eingerechnet, nur nicht mit so einem giftigen Giftzwerg. Oh Gott, ich sehe nichts! Oh Gott, Spiel! Warum bist du nicht explodiert? Weil ich den falschen Pfeil gedrückt habe. Haha, Explosionspfeile, Bitches. Das sieht sehr realistisch aus. Erinnert mich so ein bisschen an Far Cry. Nur in Far Cry wäre er jetzt schon fertig. Da hat er auch einmal mit dem Messer rein durchgeritzt und auf einmal hatte das Vieh kein Fell mehr. Hier behält das Vieh einfach das Fell. Okay, sitzt da einfach mal so ein fucking Drecksbär in der Höhle. Habe ich nie mit dir gerechnet. Tut mir leid. Konni nicht ahnen, lieber Bär. Wollte dich nicht töten. Also ich kann auch nicht behaupten, dass ich es nicht gewollt hätte. Offensichtlich habe ich es ja gewollt. Und schließlich habe ich ihn getötet. Ja. Bär ist tot. Eine bärige Angelegenheit. Was haben wir denn hier noch so? Noch ein paar Pilze. Falls ich ihn mit Giftpfeilen beschossen hätte, was ich eigentlich auch vorhatte, aber dann bin ich irgendwie zur Explosionspfeile spontan gewechselt. Aber hier, das ist doch auch das Zeug, was wir für Explosionspfeile brauchen, ne? Und daher crafte ich mir mal schnell welche nach. Man kann so einen Explosionspfeil immer mal brauchen, ne? Man weiß ja nie, ne? So ein Explosionspfeil, nachher explodiert er nicht richtig, dann braucht man einen zweiten. Keine Ahnung, was ich gerade labere, aber das passt schon. Was ist denn das hier für ein Stock? Sieht aus wie das Ding aus Indiana Jones. Wisst ihr noch hier, der Indiana Jones Teil, wo sie die Lade suchen. Welcher war denn das nochmal? War es der erste? Indiana Jones und Jäger des verlorenen Schatzes, glaube ich, könnte es gewesen. Könnte Indiana Jones 1 gewesen sein. Da haben sie ja auch in Ägypten so einen Stock, den stellen sie hin und dann kommt so ein Lichtstrahl und bla. Wurde eigentlich viel zu selten parodiert, oder? So, stellt euch mal vor, so ein modernes Spiel würde das nochmal parodieren. Das fände ich richtig cool. Und der modernen Grafik könnte das richtig nice aussehen. Also, meiner Meinung nach. Und mal wieder müssen wir uns durch eine Höhle schwimmen. Wieder müssen wir durch eine Höhle schwimmen. Oh, die sieht unter Wasser ziemlich gelb aus. Eine ziemlich geile Lichtstimmung schon wieder. Komm, Lara, schwimm schneller. Du hast zwar ein Tauchgerät, aber ich glaube dem Tauchgerät immer noch nicht, dass es irgendwas taugt. Unbekanntes Gebiet, optionales Herausforderungsgrab. Yeah. Immer gut, wenn Gebiete unbekannt sind. Das zeigt einem, dass es hier nichts zu sehen gibt. Just kidding. Okay. So. Und weiter geht's. Rein in das Grab. Das machen wir jetzt. Das ist auch das letzte Grab jetzt versprochen. Ich meine, es ist sowieso das letzte Grab von daher. Das ist vermutlich das letzte Grab. Oh, eine Timing-Sache. Ja, das schaffe ich nicht. Ich dachte kurz, das schaffe ich, aber dann wurde mir klar, ich schaffe es doch nicht. So, und hier hochgekraxelt, kurz und wunderbar. Das finde ich sehr schön. Sowas hätten sie mal häufiger einbauen können. Oh, hier ist ein Seil für den Rückweg. Zwingen Sie mich nicht, dieses schwere Ding nochmal zu machen. Sehr schön. Oh, hier ist gerade eine richtig geile Lichtstimmung drin, ne? Neues Basislager, die Strudelzuflucht. Strudelzuflucht. Na gut. Oh, da ist ein... Habt ihr gesehen, ne? Eine Falle. Es ist ein klarer Fall von Falle. Brust oder Keule, sehr guter Film. Verziert mit Elfenbein und Edelsteinen. Und was soll ich jetzt hier nochmal? Wo vibriert's? Da hat's vibriert.
Er wurde mit einem festen Lederriemen versehen und diente zur Aufbewahrung von Pflanzen. Ist ein bisschen teurer, Pflanzenaufbewahrbehälter, aber naja, ich will ja nichts sagen. So. Haben wir eigentlich noch was fürs Feuer? Nee, gar nicht. Upgrades. Ich weiß nur nicht, ob die noch aktuell sind für irgendwas. Pistole. Ja, nicht für die, die wir aktuell benutzen, von daher. Du cares. Schauen wir mal, ob wir die Falle irgendwie umgehen können. Die kriegt man ja nicht kaputt, ne? Oder? Es leuchtet rot, aber ich krieg sie nicht kaputt. Ah. Kann ich einfach dran vorbeilaufen? Boah, dieses Drecksspiel, ne? Dieses dreckige Drecksspiel. Okay, aber das simple Drüberspringen funktioniert. Na, dann ist ja alles okay. Muss ich nur auf dem Rückweg dran denken. So, hier war noch eine Kiste, die habe ich vorhin schon leuchten sehen. Da hinten leuchtet auch mal was. Ein Elfenbeingefäß. Es wurde wohl aus einem einzigen Stoßzahn geschnitzt. Recht einfach gehalten, aber der Detailgrad der Schnitzerei ist beeindruckend. Hat was fast von so einem Filmding hier, ne? Diese alten, die man so gedreht hat und dann war da so Film. Das war damals noch Unterhaltung, Leute. Ah, dieses overpowerte, ich sehe durch Wände das Zeug, die Fähigkeit habe ich vermisst. Kriege ich das jetzt auf? Nicht so, gut. Hatte ich eigentlich noch andere Munition für den Schritt? Ja, dann müssen wir es wohl mit der Explosiv-Ding machen. Oder doch nicht. Feuer? Wie komme ich denn da durch? Hä, komme ich da vielleicht erst von der anderen Seite ran? Wir behalten das mal im Auge und schauen später nochmal nach. Da habe ich noch was leuchten gesehen. So, links oder rechts? Das ist jetzt hier die Frage. Das Licht ist gerade ein bisschen ekelhaft. Die Toten stauen die Flüsse. Das Blut unserer Kinder fließt durch das Tal. Wir leben. Aber womit? Unsere Stadt ist begraben. Unsere Söhne und Töchter ermordet. Lässt uns der Mut weitermachen? Oder der Wahn? Die Gefallenen haben jetzt Frieden. Wann finden wir ihn? Jo. So ein bisschen gehen mir die Textlogs langsam auf den Sack. Aber halt auch nur, weil sie halt einfach so nervig viele sind. Also, nee, nicht nervig viel, sondern weil man sie so komisch immer anhören muss und nicht nebenbei weiterspielen kann. Das habe ich ja schon zigmal gesagt und es regt mich halt auch immer noch auf. Hä, wie komme ich denn? Ach, hier, so durch so einen kleinen schmalen Pfad. Kleinen schmalen Pfadig. Das ist ein Badehaus. Also die Textur von dem Wasser haben sie sich aber nicht viel Mühe gegeben, ne? Uah! Hallo? Badender. Uah! Danke. Vielen Dank. Oh, kann ich da runter? Das Geld. Nur wie komme ich an das Geld ran? Ich kann ja offensichtlich nicht so weit runtertauchen. Muss ich vielleicht das Wasser ablassen? Ablasswahn? Wir können hier irgendwas mit Pfeilen machen. Das ist schon mal ziemlich offensichtlich. Wurde es absichtlich geflutet? Nee, Lauer, das ist aus Versehen passiert. Guck mal, da kann ich noch irgendwo durchtauchen. Tauchen wir mal da durch. Also, naja gut, tauchen ist auch überbewertet, aber ihr wisst, was ich meine. Da komme ich durch. Aber guck mal, hier ist die andere Seite. Mit dem noch ein Dokument. Wir können unsere Kinder nicht unter der Sonne verfaulen lassen. Aber es sind zu viele Gräber zu graben und die Erde ist hart. Wozu bräuchten wir jetzt noch Freizeit? Dieser Ort wird, wie so viele andere, nie wieder vor Lachen widerhallen. Wir haben die ganze Welt zum Grab gemacht. Die Toten sollen ruhen. Das schulden wir ihnen. Das könnte erklären, warum hier Leichen rumschwimmen. Gut, das erklärt auch, warum ich das nicht von der anderen Seite freigekriegt habe. Das ist der Ausgang. Oder sagen wir ein Ausgang. Na gut. Dann schauen wir uns mal weiter um. Da ist auch noch ein... Nee, das ist kein Durchgang. Hier kann ich auch nicht durchtauchen. Okay, gut.
So viele Tote. Was ist hier passiert? Weiß ich nicht, aber hier ist eine freaky Karte. Freaky, freaky, freak, freak. Die mir nichts bringt, weil ich anscheinend schon alles gefunden habe in diesem Grab. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Naja. Das finde ich lustig. Lara scheint hier keinen Körper machen zu wollen. Ich drücke immer die Taste für Körper, aber sie macht keinen Körper. Schon irgendwie komisch. Gut, in die Plöre würde ich aber vielleicht auch keinen Körper machen wollen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ah, guck mal, da ist das Ziel. Ja, ich nehme mal an, einfach durchtauchen ist nicht als Option vorgesehen. Nein, das wäre auch zu einfach gewesen. Gut, dann müssen wir was mit dem Boot machen. Ich habe da irgendwo so einen Gang gesehen, wo man vermutlich hochklettern muss. Da müssen wir aber erstmal schauen, ob wir da hinkommen, irgendwie. So, da haben wir auch noch ein Seil, womit wir es festmachen könnten. Und ich schätze mal, da könnte ich vielleicht durch. Das heißt, ich werde mal da einen Pfeil befestigen. Und mich so ein bisschen daran arbeiten. Falsche Taste. Das könnte schon reichen, oder? Probieren wir es mal. Ach komm, Lara, das machst du jetzt aber mit Absicht gemacht. Oder mit Absicht nicht gemacht. Ernsthaft? Das denke ich. Bin ich zu intelligent für die Entwickler, sodass sie mich da nicht ranlassen wollen? Oder was soll das hier gerade? Ihr könnt mir nicht erzählen, dass das hier nicht beabsichtigt ist, dass man dann. Soll ich hier nicht reinklettern dürfen? Hä? Jetzt frage ich mich gerade, bin ich zu dumm? Oder ist es das Spiel zu dumm? Ha. Wie komme ich denn da jetzt noch ein bisschen näher ran? Okay, geil, das sei von alleine abgerissen. Sehr nice. Versuchen wir nochmal da hinten, vielleicht ist da ja noch was. Schwimmi, 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 schwimmi. Ah, hier war auch noch ein Weg. Dann nehmen wir halt den. Das Spiel so denkt, nö, dem Spieler blockiere ich den anderen Weg, dann fickel ich halt. Guck mal, hier ist noch irgendeine. Genau, mit einem Seil, eine Trommel. Die garantiert nach 50 Jahrhunderten unter Wasser noch funktioniert. Garantiert. Wem wollt denn das erzählen? Naja, gut. Geschafft. Ah, erschreckend. Erschreckend, es ist nicht so einfach wie gedacht. So, dann schätze ich mal, dass das hier vielleicht das Ding hinten hält. Möglicherweise vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht soll ich einfach da hinten kurbeln, an dem Ding, was garantiert noch kurbelbar ist, nach 50 Jahrhunderten. Bin ich von überzeugt, dass das natürlich funktioniert. Aber egal, es funktioniert ja. So. Diese Wasserablassmechanik, muss ich sagen, so alt die in Spielen auch schon ist. Es gibt ja schon viele Spiele, die das früher schon gemacht haben. Ich finde es immer noch cool, dass es sowas gibt. Dass sich Wasserphysik und so ein bisschen ändert. Durch Wasserhöhenänderungen und sowas ist, glaube ich, nicht mal schwer zu programmieren. Muss man aber immer eine Level-Idee für finden. Oh, da hinten hat auch noch was geleuchtet. Ich schätze mal, ich muss noch mehr Wasser ablassen. Und das könnte vielleicht hier drüben sein. Und sich dafür halt auch immer eine Level-Idee auszudenken, ist halt auch schwierig. Da muss man mehrstufig denken. Also ich bin ja sowieso zu doof für Level-Design, aber ich bin ja auch kein Level-Designer. Ich werde ja für diesen Scheiß nicht bezahlt. Und das ist auch gut so, denn ich würde da übelst drin sacken.
weil ich für sowas zu unkreativ bin. Deswegen, ich habe auch echt immer wieder Respekt, muss ich sagen, mit so, ich habe A gedrückt. Mit den Leuten bei Nintendo. Die schaffen es halt wirklich immer wieder, sich kreative Level auszudenken. Meistens, irgendwie. Also früher mal. Heute vielleicht nicht mehr, aber hey, sie versuchen es. sei es wie es sei, sie versuchen es und das ist gut. Gibt es hier keine Winde? Muss ich hier was anderes machen? Übersehe ich was, wo ich das Seil befestigen könnte? Noch ein Abfluss, aber ja. Keine Winde. Ich sehe, Lauer sieht mein Problem. Vielleicht klappt es auch ohne Winde. Geht scheinbar auch ohne Winde. Ah, ich brauche hier eine Winde, was mir das Spiel sagen möchte, vermutlich. Das ist so ein Shit, ich bin zu langsam, ich bin doof, ich bin vermutlich doof. Ich brauche, oh Gott, ich kann hier irgendwo rausschwimmen. Spieleentwickler, das ist nicht gut. So macht ihr den Spieler frustriert, weil er was falsch gemacht hat und jetzt nochmal alles von vorne machen darf und das ist auch nicht cool. Und vor allem warten aufs Wasser, das ist immer ein... Das ist schlechtes Game Design, meine Damen und Herren. Hier sehen Sie schlechtes Game Design. Den Spieler warten zu lassen, ist heute eine Tugend, die man eigentlich nicht mehr macht als Entwickler. Spieler warten heute nicht mehr gerne. Das hat Call of Duty, hat alles kaputt gemacht. So, mal schauen, ob meine Idee funktioniert. Meine Idee ist nämlich jetzt, das Boot hier reinzuholen. Was vermutlich daran scheitern wird, dass das Boot extrem dumm positioniert ist. Schätze ich mal. Ich glaube nämlich, das steht am Arsch der Welt. Und wenn es nicht rein zufällig durch eine nette Strömung, die die Spielentwickler hier vielleicht eingebaut hätten, hierher geschwommen ist, was es nicht ist, dann muss ich es jetzt nämlich holen. Und ich fürchte, dass ich da an Zeit scheitern werde. Und das geht sowieso gerade unter, das Boot. Das ist auch viel besser. Also. Naja, gut, dann holen wir das Boot. Kurbeln das mal darüber. In der Hoffnung, dass diese Idee mir irgendwas bringt. Ich weiß es nämlich noch nicht. Aber doch, wenn das Boot jetzt hier ist, dann könnte das vielleicht funktionieren. Also vielleicht. We will see. Wie sieht es eigentlich zeittechnisch aus? Ach doch, das Grab kriegen wir in dem Part locker noch unter. Schätze ich mal. Wenn ich mich jetzt nicht total dumm anstelle. Ah, warte. Ich habe, glaube ich, sogar eine bessere Idee. Kann ich das nicht von hier aus sogar schon attachen? Nein, kann ich nicht. Dann muss ich wohl erst das Wasser ablassen und dann das Boot attachen. Ah ja, danke, Spiel. Das ist übrigens eine Unart mit der Kamera, die mir in Shadow of the Colossus aufgefallen ist. Da war immer die Kamera, also die Zielkamera, attached zur Linkskamera und das ging halt noch gar nicht. So. Langt das schon? Da. Das war der letzte. Juhu, gut, dann habe ich es, glaube ich, geschafft. So, hier hinten war noch... zurechtgelegt. Ein Massengrab. Ja, aber 5 Münzen, Lauer. 5 Münzen. Denk positiv. Geil. Ich will gar nicht wissen, wie das hier müffelt. Guck mal. Unsere guten Freunde, griechisches Feuer. Und Spielentwickler haben daran gedacht, dem Spieler ein paar Pfeile zu geben. Sehr gut. Ja, dann haben wir das Grab ja doch noch loco hier hingekriegt. In dem Part. Ich sehe auch nichts mehr leuchten, das heißt, ich könnte nichts mehr vergessen haben. Dann holen wir uns jetzt noch die Fähigkeit und machen dann im nächsten Part weiter. Mit anderem Shit. Ein alter Kodex, der hier
scheint ein Handbuch fürs Bergsteigen zu sein. Ein Handbuch fürs Bergsteigen? Klingt gut. Eiserner Griff. Klettern auf Stein- und Eisoberflächen ist erheblich leichter. Schneller, was auch immer. Ja, why not? Why not? Kann man immer mal brauchen. So. Ja, was? 54. Ja, jetzt habe ich auf meinem Computer gerade Tabs offen und es ist alles verwirrend. Egal, ich sage schon mal an dieser Stelle Wiedersehen, denn wir haben wieder mal ein Part hinter uns gebracht. Und genau, das Bad, die Bäder von Kitesh sind vorbei, das ist doch super schön. Und dann können wir uns an dieser Stelle gerne mal wieder beim nächsten Part von Let's Play Rise of the Tomb Raider wiedersehen. Ich verabschiede mich dann an dieser Stelle und ja, wir machen dann hier im nächsten Part weiter von Let's Play Rise of the Tomb Raider. Von daher, tschüss und auf Wiedersehen.